So, da sind wir, Mary. Das ist Misselthwaite. Dein Zuhause. Du bleibst in deinem Zimmer und hältst dich nur dort auf. Keine Erkundungstouren und kein Herumschnüffeln. Ich wollte gar nicht hier sein. Hallo. Warte auf mich. Ich habe dich gesehen. Wer bist du? Mein Name ist Mary Lennox. Meinem Onkel gehört dieses Haus. Ich bin Colin Craven. Du bist mein Cousin. Früher war dieses Haus von Glück erfüllt. Mein Vater hält mich in diesem Zimmer eingesperrt. Das ist unverzeihlich. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe einen magischen Ort entdeckt, wo die Vögel singen. Das musst du sehen. Wir könnten nach draußen gehen und wer weiß. Vielleicht fühlst du dich besser. Hey! Bist du Dickon? Hallo. Weißt du, was du riskierst? Das Risiko ist es wert. Mary, die Mauer! Halt an! Die Mauer! Das ist unser Garten. Und er kann sein, was immer wir uns wünschen. Folge mir! In diesem Garten gibt es viel mehr Geheimnisse. Unsere Mütter haben einen magischen Ort erschaffen. Ich wusste, dass du irgendetwas verbirgst. Wenn du mir Ärger bereitest, bin ich laut Gesetz dazu verpflichtet, dich zur Schule zu schicken. Dann müssen wir das Gesetz brechen, nicht wahr? Halte dich von meinem Sohn fern! Ich wollte alles besser machen. Aber wie ist das nur? Dieser Garten kann Außergewöhnliches bewirken.